Die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2019. Welche Werte spielen eine Rolle? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Zum 1. Juli 2019 wird aller Voraussicht nach die Rentenerhöhung oder Rentenanpassung kommen. Und wie jedes Jahr. Und dann stellt sich natürlich für uns die Frage, welche Werte spielen eigentlich die ausschlaggebende Rolle, damit sich der Rentenwert, der allgemeine Rentenwert und der Rentenwert Ost erhöht. Und ganz entscheidend ist, es sind die sogenannten Lohnentwicklungszahlen oder die Entwicklung der Löhne und Gehälter aus dem Jahr 2017 und auch der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor. Alles das spielt für die Berechnung der neuen Rentenwerte, die wahrscheinlich zum 1. Juli 2019 kommen werden, eine ganz starke Rolle. Der Rentenwert, der aktuelle Rentenwert oder der allgemeine Rentenwert, den wir jetzt zurzeit haben, liegt bei 32,03 € und der Rentenwert Ost liegt bei 30,69 € für jeweils einen Entgeltpunkt. Wir gehen davon aus, dass die Rentenerhöhung oder die Mitteilung zur Rentenanpassung aller Voraussicht nach bis zum 31. März 2019 erfolgen wird. Das heißt also, diese Zahlen werden über das Bundesarbeitsministerium bekannt gegeben und dann erlässt die Bundesregierung eine sogenannte Rentenwertbestimmungsverordnung. Diese wird dann noch im Gesetzgebungsverfahren vom Bundesrat beschlossen oder abgesegnet werden. Das ist aber meistens eine reine Formalie, sodass wir also spätestens zum 1.7. diesen Jahres dann die Rentenerhöhung haben. Wir gehen davon aus, dass wir eine Rentenerhöhung bekommen werden, 3% plus X. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und der Rentenerhöhung 2019 eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.